Musik muss Geschichten erzählen. Als Brahms Joseph Joachim im Jahre 1853 kennenlernte, gab es ja jenes berühmte Treffen im Hause Schumann in Düsseldorf, wo dann Robert Schumann, Albert Dietrich, Johannes Brahms zur Ankunft des Freundes jene FAE-Sonate komponiert. Und ich glaube schon, dass im Laufe der kommenden Jahre dieser Eindruck des FAE Brahms so sehr verinnerlicht hat. Er hat ja dann ganz konsequent in der F-Moll-Sonate das zitiert im Finale. Und fast möchte man meinen, dass Brahms in dieser F-Moll-Sonate als 20-Jähriger, das muss man sich mal vorstellen, sein privates Leben vorhersieht. Wie ein Prophet. Die Zerstörung der Liebe, das Auflösen der Liebe, die Traurigkeit im Rückblick im vierten Satz und dann das erste Zwischenspiel im Rondo im fünften Satz, FAE, frei aber einsam. Später dann im F-Moll-Quintett verdichtet sich seine Aussage noch mehr. Es ist ein Werk, was mich seit meiner Jugend verfolgt, möchte ich fast sagen, und was mich immer erschüttert und begeistert hat. Ja über Jahre an diesem Quintett gearbeitet, hat es mehrfach verworfen, verschiedene Versionen angefertigt, einmal als Streichquintett, dann die Sonate für zwei Klaviere. Und von Anfang an haben Clara Schumann und Joseph Joachim gesagt, ein Werk von tiefster Bedeutung. Es ist derartig frische Musik und derartig lebendige Musik, die einen auch im Jahre 2017 anspricht und ich bin sicher auch in Hunderten von Jahren die Menschen noch beglücken wird. Und das ist das Zeichen, glaube ich, auch eines großen Kunstwerkes, dass es eben die Jahrhunderte überdauert, weil ganz Menschliches da kodiert ist. Musik muss Geschichten erzählen und diese Brahms-Werke, diese beiden F-Moll-Giganten, die F-Moll-Sonate und das F-Moll-Quintett, die erzählen wahrhaft Geschichten.